Willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind hier, wo wir im letzten Video aufgehört haben und versuchen jetzt, uns durch dieses Camp hier durchzuschlagen. Wo willst du lang? Rechts, links? Ich weiß es noch nicht. Okay, dann laufe ich schon mal hier nach links. Gut, dann... Hier oben ist gleich eine Möserstation und der eine hat mich gleich gesehen. Fack. Und es ist ein Flammenwerfer. Ach. So, der eine... Gehe jetzt erstmal in Deckung. Ja, scheiße, das dicke LMG hätte ich natürlich vorher mal nachladen können. Verdammt, verdammt. Hä? Ach, da. Oh. Alter, ich sehe die Gegner aber auch heute wieder echt wie scheiße. Toll, was soll denn der Scheiß hier? Was, ey, könnt ihr mal kicken? Noch ein dicker, aber den haben wir auch schon mal. Oh, da ist gleich der nächste. Der wurde aber auch schon weggesprengt. Schmeiß jetzt einfach ein paar Mollys da hoch. Pisst euch. Kann nicht schaden. Und Granaten. Wir kommen von Westen. Eine dicke ist auch down. Sauber. Komm. Hier hinten kommt gerade Verstärkung an. Ey, er schmeißt die Granate einmal quer durchs Haus, ey. Nein, und ich muss nachladen, Alter. Warum achte ich da nicht drauf? Mein Gott. Es wäre schon wieder... Alter, jetzt lädt er auch nach. Ey, du Stricher. Zu den besten Zeitpunkten immer, ne? Das verreckt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die treffe. Das sind zwei dicke. Auf jeden Fall brennt es vor mir schon mal gut. Ich werfe eine Granate hin. Ich hab beide. So wärst. Ich wechsle erstmal auf die andere Kiste. Alter, ein Hubschrauber, aber ach du Scheiße! Alter, die steigen glaube ich nur aus. Ich hoffe, dass die nur aussteigen. Ich muss mir auf jeden Fall Leben reindrücken, solange er mich nicht trifft. Oh, wow, wow. Eieiei, das ist doch echt scheiße hier gerade. Schnell in das Haus. So, Leben rein. Komm, du Sohn einer Hure. Also wir kriegen... Du bist nicht mit deinem Snipergewehr, du Bastardkind. Den Heli kriegen wir notfalls auch mit dem LMG runter, aber das dauert ewigst, Alter, und ich bin fast down. Dieser Drecks-Heli. Schießt der auf dich? Ja. Kassiert. Jetzt kassiere ich. Wäre natürlich toll, wenn wir den Piloten einfach rausschießen könnten. Oh, Alter! Na, ich riskier's, Alter. Drück mir erst noch mal Leben rein. Ey, hier läuft auch noch ein Bär rum! Oh. Ein fliegender Bär wäre nicht schlecht für den scheiß Heli oder sowas. Ich hab jetzt... Ich probier's einfach mal. Alter! Ich hab ihn, ich hab ihn! Sauber, sauber! Oh! Wer ein guter Deutscher mit dem Katern am Gell? Juhu. Naja, immer noch haarig vom Schwierigkeitsgrad, aber doch schon eine Ecke leichter. Pass auf, hier läuft noch dieser Hurenbär rum. Oh oh. Alter. Hm, hier liegt auch eine Bazooka rum. Kann nicht schaden, ja. Ne? Du hast ja auch ein LMG, oder? Ja. Dann nehme ich mal die Bazooka mit. Fragt mich gerade nur, warum. Ah. Ah. Ja, dann sollte ich mal. Hier liegt auch noch Pfeil und Bogen, aber. Überhaupt nicht so richtig, ne? Ne, ich weiß nicht. Die Ketten-MGs teilen sich eh auf, aber ist der gute Pfeil und Bogen. Naja, gucken wir mal. So, hier in der Hütte, wo ich bin, ist auch noch Muni, wenn du brauchst. Unten auch. Okay. Will jetzt nur mal schnell nachladen. Dann nochmal den Rest nehmen. Halleluja, das war Bombe. Okay. Wo brüllt denn dieser scheiß Bär rum? Keine Ahnung, ich will jetzt nicht rausfinden. Kann ich ungestört auf die Karte gucken? Ja, so langsam können wir uns, glaube ich, schon mal Richtung Extraktionspunkt begeben, oder? Dann, ach, da unten ist er. Dann nehmen wir noch den einen Außenposten auf dem Weg mit. Okay, ich habe den Bär noch mitgenommen. Okay.
Und du schlitzt ihn auch gleich wieder auf. Die Nutte. Hier laufen auch Gegner rum. Was? Ich weiß nicht, wo die herkommen, aber hier ist wer. Aber nur zwei Stück. Einen habe ich schon. Und dann noch so ein dicker Assi. Gut, den haben wir auch weggesprengt. Der hat irgendwie diesmal nicht allzu viel ausgehalten. Na gut. Ich habe auch alles auf den Tank geballert. Hier ist noch eine Schrotflinte, aber welche Schrotflinte? Habe ich eben auch gesehen, aber liegen lassen. Ah! Hier ist ein Mörser. Überleben wir es. Boah, nein! Ich bin hier runtergefallen. Bist du wieder tot? Nein. Doch, so ein bisschen. Ja, schwach. Ich hab gehofft, man kann da den Berghang runterrutschen, aber nein. Man okay. Sollte doch lieber den Weg nehmen. Oder Wingsuit. Es wurde mir sogar eingeblendet, dass ich einen Wingsuit öffnen soll, aber nein. Copperino macht natürlich nicht das Scheißding auf. Und verreckt. Auge. Ja. Sowas so. Kann ich ganz gut. So. Hier komm auch selbst ich runter. So. Dann lässt gleich den Kopf schießen. Naja, war zwar nicht der Kopf, aber tot ist er trotzdem. Muni haben sie immerhin. Oh, was war das denn jetzt? Ich glaube, ich habe noch einen Stein geworfen. Was haben wir dafür irgendwas gekriegt? Achtung, wer? Ja, ich höre ihn brüllen. Der kommt jetzt auch. Also ich meine, auf der Karte war... Uah. Ja, pass auf. Ja, er ist über mir. Farek, du Vieh. Alter. So eine Nutte. Drei Pfeile. Ja. Ich meine, auf der Karte stand irgendwas von mächtiger Waffe. Ich habe jetzt aber nicht wirklich mitgekriegt, dass wir eine gekriegt haben. Vielleicht war es nur die scheiß Bazooka, die da im Camp rumlag. Dass sowas vielleicht schon zählt. Okay. Ja. Ui. Wow. Was ist denn hier los? Nehmen wir das Poster noch schnell mit? Ja, ne? Ich steig mal schnell aus. Willst du das Blatt mitnehmen, weil wir schon mal hier sind? Ja. Ich pass aber erstmal auf. Alter. Haarig? Dezent. Oh, eine Kiste liegt ja auch noch. Ach, da unten. Cool. Ja, also. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums. Bist schon drin, ja, ne? Ja. Für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Oh. Schweinchen. Oink, oink. Oh, Alter, was ist hier los? So viele scheiß Tiere. Das sind meine. Den wollte ich eben komplett überfahren, aber... Oh. Läuft. Ja. Ich fahre mir aber auch wieder einen zurecht hier. Das da vorne sollten unsere sein bei dem blauen Auto, ne? Jo. Nicht, dass die jetzt auf uns ballern. Ja, und bei mir steht der Typ in der Luft im Auto. Leicht buggy. Ganz, ganz leicht. Hier sag ich nochmal kurz das Blatt ein. Ja, da sind auch gar nicht viele Tiger da hinten. Oder Pumas ja. Oder was weiß ich, wie die Dreckdinger heißen. Ich habe auch eben nur auf die scheiß Viecher geguckt und lauf glatt an dem Blatt vorbei. Du hast dich eben auch toll aus dem Auto gelegt. Ja, so leicht buggy scheint es zu sein im Koop. Naja, es ist Ubisoft, hallo. Da wird sowas erwartet. Eben auf der Hinfahrt zu dem einen Camp hatten wir auch eine Situation, wo ich einen Jeep mit Gegnern gesehen habe, der auf mich geschossen hat. Huvaldinho hat ihn aber nicht gesehen. Also wurde nicht beschossen. Ja, so ein paar tolle Bugs gibt's dann doch noch. Auch nach ein paar Wochen nach Release. Da hätten wir auch überfahren können, aber die sollten mal nicht hinterherkommen.
umso wichtiger. Oh, da ist gleich ein dicker. Meh, den drücken wir gleich mal weg hier. Der war auch bei mir nicht da. Aha. Oh, scheiße. Jo, die Geisel ist tot. Wir haben es mal wieder verkackt. Von krieg ich auch nichts mit. Hier wird nichts eingeblendet. Was ist das für eine Kacke, ey? Ja, läuft. Echt, die ganze Scheiße, die bei Assassin's Creed Unity ausblieb, krieg ich hier in dem Spiel. Ja. Ja, komischerweise hatten wir beide bei Assassin's Creed Unity doch einen recht problemlosen Start zu Release. Womit wir ja doch eher die Ausnahme gebildet haben. Aber dafür zickt es bei uns bei Far Cry irgendwie so leicht rum. Ausgleichende Gerechtigkeit. Also zumindest im Koop, so im Singleplayer hatte ich eigentlich auch sehr, sehr wenig Bugs. Aber... Oh mein Gott. Die sehe ich. Hui. Wollen wir den mitnehmen? Armen. Ist jetzt hier nur noch einer, ne? Ja, aber ein Dicker. Aber ein Dicker. Viel in den Kopf drücken. Ach so, du. Ballerst ihn um? Gut. Ja, hat er ihn überfahren? Ja. Geil. Hast du auch nicht gesehen? Doch, schon, aber... Ach so. Ich dachte, du warst da in dem Auto drin und du hast ihn überfahren. Nee. Ja, ich sitze hier noch immer blöd im Auto. Jetzt habe ich es auch gepeilt. Geil. Alter, und jetzt haben wir uns festgefahren, aber was? Oh, nimm mal die andere Scheißkarre, ey. Mein Gott. Lutsch mir die Eier. Nee. Oh, vorm Einstiegen, Steigen schieße ich nochmal schön in die Tür. Einstiegen? Ja, heute läuft's. Und der springt mir jetzt vors Auto, ne? Nee. Juhu. Uiuiui. Wenn das mit dem Yeti auch so ein DLC wird, dann keine Ahnung. Können sie sich nächstes Mal den Seasons Pass vaginal oder anal einführen, meinetwegen. Den hole ich mir nicht. Ach ja, ist ja das Ding schon. Geht, also ich find's besser als gedacht, so von der Idee her, aber ja, es gibt auf jeden Fall deutlich bessere DLCs. Da oben ist gleich ein Huren-Sniper. Also, wo ich am Anfang von dieser Idee gehört habe, davon ist auch nicht ganz so toll, aber so kacke finde ich es jetzt auch nicht. Das ist das Camp bei dir aus dem ersten Video, ne? Hm, genau, das hatte ich auch schon mitgenommen. Da, wir probieren es einfach mal so, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Wir springen ja gleich mal da oben zu dem Sniper hin, den habe ich, glaube ich, per Takedown ausgeschaltet beim ersten Mal. Scheiße, ich dachte, ich bin ja eigentlich, ach, da können wir auch hoch. Und dann steht da oben auch gleich ein Mörser hoch, womit wir... Ich schmeiß da erstmal Fleisch rein. Damit wir die Leute leicht penetrieren können. Oh, sie haben erstmal Fleisch reingeschmissen. Mich haben sie schon mal wieder gepeilt. Geh an den Mörser, Alter. Komm. Ich versuche mal, die Leute so ein bisschen zu stressen. Es kommt natürlich... Alter, was? Also Mörser bin ich, aber gut, das zieht dir, glaube ich, auch was rein. Ja, ich halte mich da... Den Sniper müssen wir erstmal irgendwie... Ach, da ist er. Ach, da oben auch. Ich versuche, die hinten zu umgehen. Ah, den dicken nehme ich jetzt nicht. So, da habe ich schon mal zwei. Wo sind denn die ganzen anderen Assis? Da ist ein dicker, aber in der Bude werde ich ihn wohl nicht erwischen. Gut, ich hau ihm trotzdem mal eine rein. Direkt. Hä, wo ist denn der? Ich verarschen? Steht hier direkt vor mir so halb. Schon auf dem Dach oben drauf. Ich hab'n down. Okay, Alter, sauber. Jetzt kommt die ganze Kackverstärkung. Ach du Scheiße. Nimm das scheiß Poster noch mit. Geh an den Mörser. Oh, ich hab die Befürchtung, dass der eine also hier gleich hochkommt. Da kommt noch Scheiße. Einer. Scheiße. Aber hab ihn, glaube ich. Die hier sind zu dicht dran, die treffe ich so nicht. Da oben ist noch ein Sniper, den kriege ich. Hab ich auch. Den Bastard hier kriege ich auch, wenn er sich mal zeigt. Ja, wo rennt er hin? Da ballern wir ihn mal rein. Wir kommen mit Bodentrupp! Nochmal Verstärkung, ne? Wie es sich anhört. Ja. Aber bisher kann ich damit leben. Ich hoffe, hier ist ein Dicker. Übernimm mal den Dicken. Ja. Ich kann ja hier nicht so über dich dran schießen.
Ah, ich gehe ein bisschen Rambo-mäßig vor. Weg. Alter, der war nett, Daniel. Was, habe ich dich fast getroffen? Ja, ich bin fast tot. Aha. Ups. Oh, ah, hier stand ja gleich einer bei mir oben. Gute KI, der hätte mich übelst billig plätten können. Gut, jetzt kommen ja noch welche. Alter. Hier, den Dicken da. Ja. Der muss weg. Ach, da ist er. Der sollte jetzt Geschichte sein. Gleich. Nach dem Bumm. Immer noch nicht. Was? Komm her, Kollege. Alter, wo? Also jetzt muss der Dicke aber wirklich umkippen. Alter, was ballert denn hier? Hinten ist noch irgendwas. Ich sehe das hier was. Ey, bei mir ist der Gegner weg. Ich sehe den Gegner nicht. Was? Okay. Ey, so ein Scheiß, echt? Über mir so einen behinderten, unfertigen Cut machen. Über mir ist auf jeden Fall ein Heli gewesen, aber ich glaube, den habe ich mit dem Mörser gekriegt. Da könnte ich jetzt auch nochmal. Und viel mehr. Alter! Sehe ich hier gerade nicht. Alter, den Mörser, ne? Alter! Gut. Komm her, Kollege. Alter, wieso sind denn hier noch so über viele? Ich sehe gar keine mehr. Da ist noch einer, den sehe ich. Zwei sehe ich jetzt noch. Also auf Karte habe ich noch vier Leute, fünf Leute. Zwei habe ich davon. Aber du siehst mich ja rumlaufen, wo ich bin. Also da nicht hinschießen. Wow, pass auf, ich schieße da gerade in die Richtung. Ah. Zu dem Sniper. Ja, immerhin habe ich den Sniper. Verdammt. Ein Hurensohn ist oben bei dir. Ja. Hab ihn. Gut. Einer kommt von... War auch gerade noch was. Einer kommt von unten. Mhm. Könnte vielleicht hier aber. Ja, Mann. Alter, hat der mir hier gerade noch eine Granate hingeworfen? Geiler Wichser. Ich hoffe nicht. Sonst wird das gleich ein geiles Erwachen. Na, ist ja egal. Sollten ja keine Gegner mehr da sein. Alter, das war... So die Theorie. Aber manchmal sind sie auch so nicht da, obwohl sie da sind. Geilerweise. Rotz. Echt, das mit diesen unfertigen Spielen, das wird aber auch wirklich immer schlimmer. Es ist so zum Kotzen, ey. Geht geile Spruchding. Ja, ernsthaft. So vor 5 Jahren konntest du einfach noch ein Spiel zu Release kaufen und es lief, aber mittlerweile geht ja ohne Day One Patch gar nichts mehr. Und wenn es danach geht, kann man ja froh sein. 5 GB großer Day One Patch oder so ein Rot. Mhm. Meistens läuft es ja noch nicht mal danach und. Siehe ja, Unity. Ja, das ist echt räudig so, dass die Käufer als Beta-Tester ausgenutzt werden. Hatte ich keine. Ach, nehmen wir noch mit. Das brauchen wir nicht. Ach, so viel können wir eh nicht mehr machen. Ich verballer jetzt meine Skillpunkte einfach irgendwie, wie es passt. Scheiße. Ja, gute Idee. Aber wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen wegen der Zeit, ja. Wie viel haben wir denn noch? Oh, 16 Minuten. Gut, hier drin ist nochmal Muni, wenn du brauchst. Ja, warte. Die ich gerade aber nicht aufheben kann. Hä? Lebensspritze, Fokusspritze. Was soll ich denn mit diesem abgerotzten Kack? Ach, fick dich. Vielleicht ist die Muni auch voll. Man braucht gar nicht alle. Bei manchen sagt, er wird nicht benötigt. Hm. Noch 7 kommen, dann ja... Das... Noch 2 und das und gut ist... Da ist ein Fahrzeug, Auto. Ich weiß aber nicht, ob ich das... Sehe ich von hier bestimmt nicht. Oh, es ist ja direkt vor mir! Bastard! Hast du ihn schon down? Ja. Na, ist gut. Ich brauche jetzt erstmal ein Mini, wo waren die? Irgendwer, hier kommt schon das nächste Auto an, im Haus mit den roten Türen. Ich muss hier erstmal ein bisschen Stress machen. Down. Da kommen ja schon die nächsten. Können sich das Ding mal melden? Ach so. Da. War gleichzeitig auch ein Karma-Ereignis. Wusste ich natürlich, habe ich gleich beim ersten Blick gesehen. Auge. Mhm. Hä? Hä?
Ach da, oh Jungs, echt. Gut, jetzt ist ja weiter nichts mehr auf dem Weg. Dann begeben wir uns mal zum Extraktionspunkt. Ah, ich hab kaum Leben. Oh ja, komm. Kannst du dir aber auch bei der Fahrt reindrücken? Oh. Nee, ich meine Ritzen. Achso, da habe ich irgendwie mittlerweile 4 Stück. Eine. Komischerweise, meistens laufe ich auch irgendwie ohne rum. Kannst du hier nochmal gleich mitnehmen? Ja. Ach ne, die eine Kiste wird da oben bestimmt irgendwo sein. Da habe ich jetzt keinen Bock hoch zu rein. Nur schnell die beiden Scheißdinge hier mit. Sollte hoffentlich reichen. 3, ja. So. Boah, diese Scheiße. Aha, hast du ihn überfahren? Ja, ich glaube ja. Muschi. Kann man Agnes mitnehmen? Nee, fahr. Na gut. Da oben wir noch ein Minute. Willst du das auch noch einsacken? Ja, wenn's gerade hier ist. Ist ja nicht weit. Na, nimm's. Ja, dann fahren wir jetzt schnell dahin. Dann sollten wir es ja wohl haben. Jo. Ach, ich hasse die Viecher. Verpisst euch. Scheiß Gegner. Ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Alter, scheiß Sniper. Ja. Hat er dich erwischt? Ja. Cocksucker. Oh, ey. Können wir mal eins sacken? Was ist das hier? Verpiss dich. Und die Strafen für Verrat sind empfindlich. Möge Paganins Licht wie alle... So, dann knallen wir nochmal schnell da hoch. Boah. Ja, aber diesmal schaffen wir die Scheiße. Ui. Alter, wie viele. Oh, hier hoch müssen wir. Auf Karma scheiß mal, ne? Ja. Solange sie nicht hinterherkommen. Wie trifft der mich, ey? Wallhack? Ubisoft Special. Haben sie drauf, ja. Die Spiele, die sie rausbringen, sind ja nicht schlecht so vom Inhalt, aber... Dafür, dass es von Franzosen kommt, ja, ist okay. Aber wie sie die Spiele rausbringen, ist zum Kotzen. Das wird sich nicht mehr ändern, schwöre ich dir. Ja, ach ja, vermutlich. Könnte man auch gleich mal, wenn ich es rausfinde, C4 legen? Nein, es gibt doch auch noch, oder habe ich keine Minen? Doch. Minen hast du auf 0. Gut, habe ich. Die verteilen wir hier auch gleich dann. Gut, ich würde sagen, das Video packen wir dann in den letzten Teil rein, dann haben wir das separat. Und dann machen wir an dieser Stelle nochmal einen Break und wir sehen uns im nächsten Video.